Problem. An den Fahrgradenschall an der Moskauer U-Bahn kamen viele am frühen Morgen einen Schock. Seit gestern sind die Tickets dreimal so teuer, statt 10 Rubel kosten eine Fahrt 30 Rubel. Am Mittwoch sollen auch Brotpreise freigegeben werden. Die Umwandlung der Planwirtschaft bei der Marktwirtschaft soll schnell und fast schonungslos geschehen. Auf dem Gründungskongress der Partei Russlands Wahl kündigte der Wirtschaftsminister Igor Gaida weitere harte Maßnahmen an. Wir müssen jetzt die Verantwortung für die schwierige Lage übernehmen. Es sind harte Entscheidungen nötig, um einen endgültigen Zerfall der russischen Wirtschaft zu verhindern, sagte der Wirtschaftsminister.